was stellst du da jetzt dar? Also ich stelle jetzt einen Söldner dar, Spätmittelalter, also 1480 herum. Den stolzen Recken. Eine Burgfrau. Ein Ritter, sieht man, oder? Robin von Loxley. Ich bin heute nur der Knappe von meiner Frau. Ein Knecht. Nur Besucher, verletzter Ritter. Als was sind Sie verkleidet? Achso, als Amerikaner eigentlich. Auf der Burg Oberkapfenberg wurde das Rad der Geschichte kurzerhand wieder in das Mittelalter zurückgedreht. Bereits zum 13. Mal war die historische Kulisse der Burg Oberkapfenberg Schauplatz des schönsten historischen Festes Österreichs. Da steckt ein Haufen Arbeit dahinter, muss man schon sagen, das beginnt ja schon eigentlich wieder am Montag, dass man das nächste Fest plant. Und es ist natürlich so, dass wir Gott sei Dank ein sehr, sehr gutes Team sind, sodass das Ganze schon sehr gut hinhaut. Auch in diesem Jahr wagten wieder tausende Besucher eine zweitägige Zeitreise ins Mittelalter. Das bunte Marktleben, Spielleut, geharnischte Ritter, Gaukler und prächtig gewandete Edelleute. Die farbenfrohe Vielfalt des Mittelalters in und um die Burg Oberkapfenberg sorgte für eine außergewöhnliche Atmosphäre. Sie kommen aus Amerika den weiten Weg hierher, um sich das Ritterfest in Kapfenberg anzusehen. Wie gefällt es Ihnen? Sehr gut, danke. Ich habe das eigentlich von meinem Neffe erfahren. Ja, danke für das Wort. Erfahren, dass es so ein Ritterfest gibt. Und jetzt sind wir da, also meine Frau und ich beide. Ein wachsames Auge auf das heitere Treiben hatte auch in diesem Jahr die weit über die Burgmauern bekannte Marktrichterin Brigitte Schwarz. Was macht man als Marktrichterin? Naja, ich muss darauf Acht geben, dass hier alles seinen ordentlichen Gang geht und wenn sich jemand nicht benimmt, dann habe ich das Recht, jemanden dazu zu verurteilen, etwas wieder gut zu machen. Im Mittelalter hatten ja die Stubenberger sogar das Recht über Leben und Tod, aber ich denke, so weit müssen wir bei diesem Ritterfest nicht gehen. Ja, das Ritterfest ist eigentlich aus der Stadt nicht mehr wegzudenken. Es ist sicher eines der Highlights bei den Veranstaltungen das ganze Jahr über. Wenn das Wetter so bleibt, sind wir sehr froh und zufrieden. Wenn es zu schön wäre, zu heiß wäre, haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, kommen gar nicht so viele Leute. Aber wir hoffen, dass es trocken bleibt und dass wir das Fest die nächsten zwei Tage wirklich mit viel Freude und Spaß über die Bühne bringen. Sehen, hören, schmecken, riechen, staunen und erleben. Ein unvergessliches Wochenende auf der Burg Oberkapfenberg. Kapfenberg. Gemeinsam erfolgreich.